Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wer aufmerksam ist, dem fällt vielleicht was auf. Na? Genau, der Ramses ist zurück, der Iswo ist nicht mehr da, weder dort auf der Seite noch da auf der Seite. Ich bin wieder bei mir, bin zurück aus Stuttgart, leider Gottes. Ich wäre gern noch eine Woche geblieben, findet er auch, aber wir sind jetzt wieder hier und es könnte nicht stressiger sein. Da hinten läuft ein PC, da laden gerade die NHR Battle Runden von meinem Turnier runter und hoch. Leute sind dabei, die schicken 8 GB Runden, da wirst du bekloppt. Dann auf dem anderen PC, da exportiere ich die Videos gerade von der Auf die Dicken Tour. Da wird weiterhin auch jetzt was online kommen, jeden Tag. Weil wir haben so viel dort gefilmt und so viel erlebt und so viel sinnlosen Mist. Das wollte ich natürlich auch noch alles reinstellen. Mit Pokémon Go hatte ich ein paar Episoden mitgenommen, auch den Zuschauerwunsch mit dieser Shiny-Sammlung, die aktuelle. Da kam ich noch nicht zum Hochladen, das wird vielleicht auch demnächst jetzt sein, aber wir wollen uns erstmal auf den neuesten, aktuellsten Stand bringen. Was haben wir denn verpasst? Was gibt's denn so? Und ganz wichtig, heute natürlich am 13. Ist heute der 13.? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Heute ist der 13., genau. Findet natürlich die Registrierung für die Ticketverlosung für das GoFest in Dortmund statt. Angeblich 16 Uhr soll es soweit sein, dass ihr eben über euren Event-Button auf die Seite kommt, wo ihr euch für die Tickets registrieren könnt. Beziehungsweise, wer das andere noch nicht gesehen hat, ihr nehmt dann an der Auslosung teil. Ihr könnt dann also die Tickets, wenn ihr Glück habt, kaufen. Aber dazu müsst ihr erst gezogen werden. Und wenn ihr dahin wollt mit Freunden, macht alle mit. Jeder soll sich registrieren, denn wenn euer Homie die Möglichkeit hat, ein Ticket zu kaufen, dann kann er euch mit angeben und euch mitziehen. Und wenn er nicht gezogen wird, aber ihr, könnt ihr ihn mit angeben und für ihn eins mitkaufen. Und so zieht ihr euch gegenseitig durch den Kakao. So muss man es machen. Ich bin natürlich gespannt. Bei Chicago hat es ja leider Gottes funktioniert. Habe ich ja ein Video auch dazu gemacht, dann, wie das ist, wenn man ausgelost wurde und ein Ticket dann kaufen will, weil das ja wahrscheinlich nur mit Kreditkarte geht und die Lösung dafür eben eine virtuelle Kreditkarte ist, die man sich erstellen kann, auch von zu Hause aus und aufladen kann. Da braucht man sonst eigentlich nichts weiteres. Wenn das ja auch so ist, kann man das da auch so machen. Was aber noch interessanter ist natürlich und in aller Munde gerade, ist die Samsung-App. Ihr könnt nämlich wirklich richtig Geld sparen, wenn ihr Pokémon Go über die Samsung-App installiert und auf euer Handy ladet. Und das sind Preise und Unterschiede, ey, da fliegt mir glatt der Hut weg. Wir haben dazu mal einen Artikel hier von Go Games. Da meine Infos, die ich weiterbreite, immer totaler Bullshit sind, beziehe ich meine Infos jetzt nur noch von Go Games, habe mich da extra auf den Telegram-Channel eingeschlichen. Und wenn die jetzt was posten und dann da was Falsches dabei ist, dann ist es wenigstens die Schuld von Go Games und nicht von der anderen Seite. Also, hey, wir haben aber hier einen Artikel und das ist natürlich sehr interessant. Gilt natürlich nur für die Leute, die auch ein Samsung-Smartphone haben. Die werden wieder bevorzugt, aber das ist ja eine gute, bekannte Marke, das haben ja viele. Ich habe leider ein Huawei, aber vorher hatte ich auch mal ein Samsung. Und so könnt ihr dann über den App Store, über den direkten hauseigenen App Store von Samsung, Pokémon Go runterladen, installieren und das sind die Münzen dann einfach günstiger. Wie Spieler im europäischen Raum festgestellt haben, sind die Pokémünzen deutlich anders bepreist, wenn man die App über den Samsung Store lädt. Ihr wisst alle, das größte Paket, ich empfehle ja, wenn man Münzen kauft, sowieso das größte Paket zu nehmen, weil man da am besten immer weggekommen ist, kostet bei uns ja eigentlich jetzt so 110 Euro. Und im Samsung, wenn man das über die Samsung App, über den Samsung Store installiert hat, sind das gerade mal 87,99. Das sind über 20 Euro, die ihr spart. Und das ist schon eine fette Sache. Auch wir konnten über den deutschen Samsung Store die Pokémon Go App laden und die deutlich günstigeren Preise feststellen. Die Preise haben im Vergleich zum Google Play Store und Apple Store einen Rabatt von etwa 20%. Dann sind natürlich Gründe gegeben für die Preisdifferenz, aber was wichtig ist, irgendjemand hat geschrieben und behauptet, dass das nur einmalig geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das einmalig ist oder ob das immer so ist. Vielleicht steht hier auch noch was dabei. Lohnt sich ein Wechsel zum Samsung Store?
Apple bietet ebenfalls immer wieder Aktionen an, also Leute mit iPhone, für die lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Spieler, die sowieso ein Handy von Samsung haben, sollten natürlich umsteigen. 20% ist eine ganze Menge. Ja, über die Häufigkeit steht jetzt natürlich nichts da. Deswegen ist mal interessant, habt ihr ein Samsung-Phone und habt ihr das Spiel über die Samsung-App, über den App Store gedownloadet und installiert? Habt ihr Erfahrungen damit? Habt ihr auch die vergünstigten Coins? Habt ihr schon welche gekauft, vergünstigt, und habt ihr danach immer noch die Möglichkeit, die vergünstigt zu kaufen, oder werden danach die Preise angehoben? Das ist interessant. Wer also ein Samsung Phone hat, kann ja mal angeben, ob das nun wirklich einmalig ist oder ob das einfach immer so ist. Denn das ist nämlich richtig krass, wenn ihr bei jeder Aufladung 25% spart, da geht übelst was. Ich habe bestimmt in meinem Leben schon 200 Mal aufgeladen und das wären ja schon wieder Millionenbeträge. Aber lasst euch davon nicht abbringen. Ich auf jeden Fall weiter hier Stress überall, keine Ahnung, muss auch gleich los, noch einen 5er Raid machen, bevor ich zur Arbeit gehe, die Battle-Runden laden noch, die Dicken-Tour exportiert noch, der Kalle wollte, dass ich ihm noch 50 CDs mache, der Mitch fragt schon wegen der CD und dem Review, und auf jeden Fall wieder mal viel los, aber bin wieder da, und die Tage werden natürlich die anderen Videos noch hochkommen, und ja, ihr seht, es geht immer weiter. Bei Niantic gibt es immer wieder was Neues. Das Hamburg-Event kommt ja dann auch bald, wenn das mit dem Pikachu-Event um ist. Aber das läuft momentan noch bis zum 17. Und das müssten jetzt eigentlich die aktuellen Stände gewesen sein. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin zuschaltet und einen verfolgt und auch mal bei der Auf die Dicken-Tour vorbeischaut. Grüße gehen raus natürlich an den dicken Ismo. Grüße auch an BisaFanTV, der mich immer unterstützt, und ich freue mich immer, wenn ich einen Kommentar von dem sehe. Der macht auch coole Videos, checkt den Kollegen also auf jeden Fall ab. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.